Freunde, es ist Zeit für einen neuen Stadion-Vlog und damit herzlich willkommen auf meinem Zweikanger Broski. Ey, ich sehe richtig gerädert aus, ich war die ganze Woche krank, aber ich bin pünktlich wieder gesund geworden fürs Stadion. Bochum gegen Schalke. Ihr wisst, was ich letzte Woche gesagt habe bei Schalke gegen Stuttgart. Ich bin nervös, ich bin heute nervös zum Quadrat. Wenn Schalke heute gewinnt, sind die 6 Spiele ungeschlagen und wir sind punktgleich mit Bochum und ziehen sogar vorbei. Also Schalke wäre das erste Mal seit, weiß ich nicht, 1965 wieder Tabellen 18 da. Das wäre krass. Ey, für Schalke läuft es in der Rückrunde extrem gut. Wir sind richtig gut dabei. Wir haben noch kein einziges Spiel verloren. Beste Defensive in der Rückrunde. Junge, 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 ey. Ich bin echt nervös, Freunde. Ich hoffe, das wird heute was. Lasst ein Like auf diesem Video da. Ich gehe jetzt noch zu Mussi. Mussi, aktuell ein neuer Stammgast in den Videos. Ich muss noch Haare schneiden, deshalb sehe ich so komisch aus. Ja, Mann, ich bin nervös. Das werde ich heute wieder 20 Mal in diesem Video sagen. Beste Leben. Heute übrigens wieder neutrale Kleidung hier. Neutrale Spieltagskleidung. Ganz wild. Ich habe einfach vor diesem Spiel mehr Paranoia als vor dem Dortmund-Spiel, vor dem Derby letztes Jahr. Ja, weil irgendwie ganz verrückt, ich habe da auch schon im Stream drüber geredet. Heute ist im Bochum-Stadion irgendwie die Regelung, dass du sofort rausgeschmissen wirst, wenn du halt auf einem neutralen oder Heimbereichplatz sitzt, also außerhalb vom Auswärtsblock. Wenn du da als Auswärtsfan sitzt, egal ob du keine Schalke-Sachen an als neutrale Sachen, wenn dich einer als Schalke-Fan identifiziert, bist du direkt raus. Ganz, ganz komisch. Also es war beim Heimspiel nicht so. Ich weiß nicht, was Bochum da für einen Film fährt. Kein Plan. Also ist halt Lokalduell. Ist eigentlich kein richtiges Derby so, ne? Klar, da wird auch Feuer drin sein, aber das ist jetzt halt nicht so wie Schalke-Dortmund. Und die fahren da irgendwie übel den Film. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht. Ich war ja beim Heimspiel von Schalke gegen Bochum in der Hinrunde. Das Video gibt's ja auch auf dem Kanal. Mit meinem kleinen Neffen. Der hat ein Bochum-Trikot an. Da waren übel viele im Bochum-Trikot. Auf Schalke hat's irgendwie keinen gejuckt. Die schieben voll die Filme. Und jetzt, ja, muss mich heute eigentlich nur ein Zuschauer erkennen, der Bochum-Fan ist und keinen Bock hat, dass ich im Stadion bin. Ich kann direkt nach Hause fahren. Perfekte Vorzeichen. Ey, Mussi. Cooles Shirt, ja? Trust no one. Freunde, es geht jetzt auf den Weg zum Stadion. Es ist sehr windig, das Wetter ist auch nicht wirklich geil. Aber für so ein kleines Derby, für so ein Lokalduell, ich sage jetzt einfach Derby, ja, keine Ahnung. Ist eigentlich gut, so ein bisschen regnerisch, kämpferisch. Es wird mein erstes Mal an der Kastropa, das erste Mal im Bochum-Stadion. Es wird nice, Mann. Freunde, wir sind jetzt gleich schon am Stadion und da hinten seht ihr die Flutlichtmasten vom Ruhrstadion. Das Besondere hier auch, es ist mitten in der Innenstadt und hier kommt man auch noch so richtig oldschool-mäßig direkt mit einer Straßenbahn lang und wir stehen auf der Straßenbahn. Aber hier darf man herfahren, also all gut. Schaut mal, und das meinte ich, hier fährt einfach die Straßenbahn direkt zum Stadion, Digga. Geil. Boah, und hier ist schon richtig die Hölle los. Schaut euch das mal an. Wir kommen hier am Stadion gar nicht vorbei. Wir müssen hier rechts vorbei. Guckt euch das an, Bruder. Boah, Junge, Alter. Puh. Guck mal, wo wir parken, ne? Freunde, das Auto ist geparkt und wir gehen rein zum Spiel. Gerade sind schon die Mannschaftsaufstellungen rausgekommen. Bei Schalke kleiner Trümmerbruch. Dommel Drexler, der ist aktuell echt gut drauf. Hat ja auch gegen Stuttgart ein sehr gutes Spiel gemacht. Fällt aus, ist irgendwie kurzfristig, ich glaube, irgendwie Oberschenkel oder so. Balanta spielt. Balanta Kraus Kral, also ein richtig giftiges Mittelfeld. Das Problem ist, die Bochumer sind unter dem neuen Trainer extremst heimstark. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ein sehr hitziges Spiel, denn Schalkes Cheftrainer Thomas Reis war am Anfang der Saison noch Bochum-Trainer und da gab es ja schon im Sommer so Gerüchte, dass er zu Schalke geht. Da ist heute dick Stress drin und ich muss bisschen undercover gehen. Ich bin undercover heute. Ich hoffe halt ernsthaft, wir werden jetzt heute keine Filme gemacht, ne? Also ich habe mich beim Derby auswärts in Dortmund, da habe ich mich wohler gefühlt als heute. Ich habe wirklich Angst, dass sie mich aus dem Stadion ziehen, weil ich im Heimbereich sitze. Also ruhig machen, ne? Boah, schaut mal hier. Hier ist diese Bochumer Stammkneipe zum Stadiongrill. Soll es auch, glaube ich, richtig gute Currywurst geben. Aber wir müssen jetzt im Stadion. Leichter Nieselregen. Boah, kleine Derby-Atmosphäre hier. Polizei auf Gebot auch. Verrückt hier, ehrlich. Junge, Junge, Junge. Hier ist richtig Stress drin. So, und da sind wir auch schon am Stadion. Guckt euch das an. So ein richtig geiles, altes, schönes Stadtstadion. Feier, ich bin noch nie hier drin gewesen. Schalke hat sogar so einen Fanshop-Wagen mit dabei. Geil. So, rein geht's. Hier an den Säulen sind auch überall diese Bochumer Legenden verewigt. Sehr nice. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Boah, schaut euch das mal an. Wir gehen rein in die gute Stube. Boah, das sieht ja fresh aus hier. Alter, geil.
gibt sogar so in der Kantine hier. Neues. Hier aus dem Bereich kann man auch noch auf den Parkplatz gucken, wo wir gerade geparkt haben. Sehr geil. Ich glaube, ich weiß nicht, müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ist da hinten Trainingsgelände von Bochum oder ist es einfach so ein Zweitplatz? Keine Ahnung. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall noch in diesem Essensbereich. Hier gibt es noch das offizielle Stadionheft. Jetzt wird noch was gesnackt. Und dann geht's auch gleich schon rein. Also es wird mal wieder Zeit für den Nervös-Countdown. Aber ich bin wirklich nervös, ne? Es ist für beide Mannschaften so ein unfassbar wichtiges Spiel. Ach du Scheiße. Ich muss es ganz leise sagen, aber wenn Schalke heute 3 Punkte holt, Rudi, dann brennt die Hütte. Und guck mal hier, hab noch ein Haar auf der Nase. Thomas Reis wurde auch gerade schon von den Bochum-Fans empfangen. Der Mann hier ist hier überhaupt nicht mehr beliebt. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich blende euch mal ein Bild ein. Alleine wie viele Fotografen bei dem gerade vor der Trainerbank waren. Bruder, der ist hier echt persona non grata in Bochum. Er hat sich jetzt nur noch was Schönes zu snacken gegönnt. Kann das was? Ist gut. Wir haben hier die Aufstellung der beiden Mannschaften, wie gesagt, bei Schalke. Fehlt Domme Drexler, Valanta ist am Start und wichtig und richtig, Rechtsverteidiger Cedric Brunner auch wieder zurück. Ey, und die Deutschland-Fans werden sich erinnern, ne? Von der Weltmeisterschaft. Asano, das war der Wirt bei der WM. Bitte heute nicht bei Schalke einen einschenken. Kuss, Bruder. So, und jetzt wird sich noch was zu essen gegönnt. Ja, Digga, da gehen wir rein. Das sieht ja mega gut aus. Ich glaube, davon nehme ich eine Portion. Ja. Dankeschön. Und rein da. So, Moritz Fiege Beer Tasting. Ich kenne es natürlich schon, aber vielleicht schmeckt es ja im Stadion anders. Kann man schon machen. Geht klar. Boah. Und rein da. Boah, Alter, direkt unterm Dach, ne? Ich glaube, das wird richtig kochen, das Stadion. Uiuiui. Ich sag euch ehrlich. Oh, 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 oh. Die Bochumer Spieler holt sich doch mal einen Push-Up. Nach ein paar machen, die gehen jetzt rein. Was ein Upgrade im Vergleich zu Marseille. Man kann einfach wieder seine Beine ausstrecken. Und jetzt geht's rein hier. Der Schalker Auswärtsblock übrigens da ganz hinten. Ja, da seht ihr es mit den Ordnern. Wir sind hier sogar in der Nähe von der Heimtribüne. Also da, wo die aktive Fanszene von den Bochumern ist. Da seht ihr schon die Jungs auf dem Zaun. Die werden wahrscheinlich auch gut Stimmung machen. Und dann gehen wir rein hier, Alter. Ich bin mies gehypt. Boah. Krank. Wenn ihr ein Stadion baut, ne, dann macht es so wie hier, dass die Decken, dass die Decken von der Tribüne direkt runter sind. Junge, es ist so am Hallen, es ist so laut. Frank, Alter. Junge. Die Schalke-Fans da hinten, alle ihre Schals draußen. Digga, das sieht so mächtig aus, Alter. Krank. In der Kiste mit der Kapitänsbinde unsere Nummer 1, Manuel. Die 3, Nummer 4, Erhard! Die Schalker stimmen da hinten noch das Vereinslied an. Schaut euch das mal an. Ey, das mit den Schals sieht so krass aus. Heftiger Auswärtssupport, muss man wirklich sagen. Ja, guck mal. Und das wird direkt gekontert. Ja. Oh, die Bochumer Vereinshymne. Uff. Herbert Grönemeyer. Das Ding ist Legende, muss man sagen. Koks, Koks, Kokain! Ja, Digga. Wir gehen rein. Vereinshymne ist durch. Und jetzt geht's los. Das ist so geil, die haben einfach als Walk-in-Song den Seven vs. Wild Intro-Song. Oh shit, let's go. Und bei den Schalkern wird gezündet. Wir gehen rein. Und ich bin so unfassbar gehypt. Ich wohne ja, oder ich habe früher bei meinen Eltern 10 Minuten nur vom Bochum-Stadion weggewohnt. Es wird krank. Boah, wie das aussieht, Alter. Junge! Let's go, die Bochumer Spieler kommen zur Kurve. Und dann geht's los. Schalke heute in Weiß. Es geht rein in ein hoffentlich gutes Spiel. Hermann und Co. kriegen auch nochmal einen Applaus. Let's go. Und jetzt kommt Riemann in die Kurve. Kriegt auch mal einen richtig dicken Applaus. Ich glaube, der Schiri muss noch warten, bis der Rauch rausgezogen ist. Junge,
Alles ist in dichtem Nebel gehüllt. Let's go. Ey, es ist so laut durch dieses Dach, ne? Erste Chance. Oh mein Gott. Nein, es ist Feuer drin. Schlecht ausgespielt. Boah, was ein Ball, Alter. Das war ein bodenloser Konter. Komm, rote Beere. Jede Balleroberung gefeiert wie ein Tor, ne? Boah, schaut euch mal den Auswärtsblock an. Alle am Springen bei Schalke. Also es ist von beiden Fanlagern auf jeden Fall richtig, richtig Feuer drin. Ah, ist noch ungefährlich. Und nochmal. Und Bülti schießt den Ball aus dem Stadion. Ach du Scheiße. Was ein Dreckstor. Und der Schalke Auswärtsblock geht ab. Ey, es war ein Eigentor. Eieiei. Insbesondere, weil die andere gefährdet. Ich bin ruhig. Nachspielzeit, eine Minute. Halbzeit. Bochum kriegt einen Konter weggepfiffen. Und die Zuschauer sind zu Recht sauer. Aber es geht in die Kabine mit einem 0:1. Es war eine 0:1 zur Halbzeit. Also, ich muss sagen, eigentlich keine Mannschaft besser, das ist so ein richtiges 50-50-Abstiegsspiel. Es geht ja einfach um ganz, ganz wichtige Punkte. Ja. Und versuch undercover zu bleiben. Scheiße, Digga, was ein Spiel. Ey. So, ab rein, kurz ein Getränkchen nehmen. Und dann geht's weiter. Freunde, man merkt das krank, dass es einfach so ein richtiges Do-or-Die-Spiel ist. Schalke ist jetzt aktuell das erste Mal seit 4 Monaten von Platz 18 runter. Punktgleich jetzt mit Bochum. Wer hätte das vor Anfang der Rückrunde gedacht? Unfassbar. Wegen der besseren Tordifferenz jetzt. Das ist wirklich ganz, ganz krass. Und ich muss mich echt zusammenreißen mit den Emotionen, weil das ist noch ein wichtigeres Spiel als Stuttgart eigentlich. Kurz durchatmen. Freunde, schaut euch das mal an. Das ist aktuell die Blitztabelle. Einfach 4 Mannschaften mit 19 Punkten. Stuttgart spielt morgen gegen die Bayern, also werden die, denke ich, auch mal nicht gewinnen. Ist natürlich alles möglich. Ich spiele heute gegen Bayern, ja. 18:30. Alter Falter, das ist wirklich Spannung und Überlebenskampf pur. Halbzeit 2. Wow, Bochum kommt direkt. Oh oh. Wow, Henning. Ganz stark, Henning. Junge, ganz stark, Henning. Ecke Schalke und Tom Kraus macht den Auswärtsblock heiß. Woo!
Schalke geht Ballanta runter und dafür kommt Tobi Mohr. Also entweder ist es jetzt eine Fünferkette mit Matriciani in oder der wechselt offensiv. Das ist ein Sechser für links außen. Ah, weiß ich nicht. Alter. Ah ja. Es wird stressig auf der Tribüne. Wo ich die ganze Zeit schon drüber rätsel, ne? Auch mal die Bochumer hier reinschauen. Also eure Bandenwerbung. Wer zahlt denn dafür Kohle? Man kann ja nichts erkennen. Also das ist ja... Ja. Solange die Firmen dafür zahlen, voll gut. Aber man erkennt... Original. Nichts. Stark, Bruder. Bochumer wollen Elfer haben. Also es ist kein Hochglanzfußball hier, beim besten Willen nicht. Aber die kämpfen ums Überleben. Und jetzt Bochum. Oh Gott. Oh Junge, Alter. Wow. Rodri, Junge. Ich bin die ganze Zeit am Live-Tickern. Das ist so wichtig, dass Mainz führt. Das ist so big. Weitermachen, Mainz. Was war das, Junge? Was war das denn? 2-0. Und ich muss ganz ruhig bleiben. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich halte mein Maul. Oh mein Gott. Bruder. Was war das für eine Variante, Digga? Schaut euch das an, Freunde. Der Auswärtsblock, der Enden hat so Spaß. Frag, Junge, wie gerne würde ich dann drin stehen. Oh, 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 oh. Oh. Zählt. Zählt, Bochum mit dem Anschluss. 1-2. Und so schnell geht's. Scheiße, Digga. Ah, jetzt wird gezittert. Oh, und es wird geprüft. Es wird geprüft. Also auch wenn es jetzt gerade für Schalke ist, ich feiere das auch nicht. Aber es ist Videobeweis. Und das Tor zählt nicht. Eieieiei, das ist ein Stich ins Herz. Oha, Bochumer singen schon, ihr macht unseren Sport kaputt. Ich kann's verstehen, Mann. Der Videobeweis ist ein Trümmerbruch. Ich versteh's. Fühlt euch, Jungs. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Oh, bei Schalke wird der Mythos angestimmt. Alle Schals sind draußen. 5 Minuten noch auf dem Tacho. Rodri geht runter, Kaminski kommt. Kriegt nochmal seinen Applaus. Und jetzt wird nochmal Beton angerührt. Schalke Auswärtsblock bereitet sich aufs Derby vor. Ende. Schalke gewinnt das Lokalduell bei Bochum. 0-2. Das Ding ist durch und im Keller brennt noch Licht. Schalke ist das erste Mal seit 4 Monaten auf der 17. Runter vom letzten Platz. Und der Auswärtsblock feiert. Und da gehen die Schalke-Spieler zum Auswärtsblock und lassen sich feiern. Kommt natürlich ganz vorne. Der fühlt sich so sehr, der Junge. Guckt sie euch an, Alter. Oh, Digga, feiert die da hinten quasi. Bochum-Spieler kriegen Pfiffe. Die Bochumer kriegen Pfiffe nach der Leistung. Riemann ganz vorne hat das 0-1 verschuldet. Stellt sich den Fans. Und natürlich ganz andere Bilder bei den Schalkern. Da wird heute eine Party gefeiert. Und das Funfact übrigens. Das ist Schalkes erster Bundesliga-Auswärtssieg seit 2019. Das war das letzte Mal da auswärts in Bremen. Oktober, November 2019. Das weiß ich nicht. Einfach 4 Jahre her. Und jetzt ist es wieder passiert und ich war wieder da. Okay, Freunde, Match-Fazit. Was soll ich euch erzählen? Das war von beiden Mannschaften fußballerisch kein Leckerbissen.
Die Schalke-Fans geben mir noch richtig Gas. Ey, endlich wieder ein Auswärtssieg, Digga. Nächste Woche Derby. Ich werde auch im Stadion sein. Lasst ein Like da. Was soll ich euch zum Match erzählen? Es war purer Abstiegskampf. Es ging einfach nur um den Kampf. Geisteskrankes Spiel, Freunde. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bruder, geisteskrank. Macht's gut. Ciao, ciao.